So, nun sitze ich hier am Petersplatz in Rom und habe es tatsächlich geschafft, mit meinem Fahrrad hier den ganzen Weg von Deutschland bis nach Rom zu pilgern. Also ich glaube, das waren über 1000 Kilometer und ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer es waren, aber es war auf jeden Fall ein vierstelliger Bereich, glaube ich. Und ja, und jetzt bin ich total erleichtert und total happy, hier zu sein. Es ist eine Hammerstadt, also hier pulsiert das Leben und es ist angenehm warm und es ist wirklich eine geile Stadt. Also schaut euch das mal an, das ist einfach der Hammer. Hier der Petersplatz. Meine Pilgerurkunde, die habe ich auch bekommen. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich das ist einfach geil. Und das ist auch eine Hammerstadt, eine Riesenstadt. Ich weiß nicht, ob man das in ein paar Tagen schafft, überhaupt sich das alles anzuschauen. Die ganzen Eindrücke. Noch gar nicht glauben, dass ich es gemacht habe, dass ich mit dem Rad nach Rom gefahren bin. Aber jetzt momentan, das Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich. Und wie gesagt, also ich kann das jedem empfehlen, so eine Pilgerfahrt zu machen. Ist egal, ob Rom, Santiago oder sonst wohin. Es gibt so viele schöne Orte. So Leute, ich fahre gerade hier auf meinem Bike hier. Hammer Gegend. Hier sind die Berge. Ist absolut Hammer hier zu cruisen. Und einfach geil. Geiles Wetter. Gebt euch das mal. Ihr macht ein bisschen Sport, ihr könnt euch das alles anschauen und ihr lernt was von der Welt, ihr kriegt was mit und es bringt euch auf jeden Fall auch persönlich weiter, weil ihr merkt auch, wenn man dann so 12 Tage durchradelt, zu was der Mensch eigentlich in der Lage ist, was man eigentlich alles schaffen kann, wenn man es halt durchzieht.
da unten im Tal, da seht ihr Hinterstein, von da komme ich her. Und jetzt geht es noch hoch zum Schrecksee, ins alpine Gelände. Ich bin jetzt hier oben beim Schrecksee und was richtig krass ist, wie ihr das hier sehen könnt, der ist sogar noch zugefroren teilweise. Also das ist alles Eis und hier ist auch sehr angenehm die Lufttemperatur. Also ganz anders wie bei dieser Sahara-Hitze im Tal. Also hier oben wirklich super angenehm. Und ich werde jetzt dann noch auf diesen Berg hochgehen und von da oben mal runterschauen. Und ich kann das nur jedem hier empfehlen, hier hochzukommen. Das ist wirklich Hammer. Und ich werde vielleicht mal einen Fuß reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich da rein springen kann. Das schaut ziemlich kalt aus. Aber auf jeden Fall mal runtergehen und mal mit den Füßen da rein und mal schauen, wie kalt das Wasser ist. Aber auf so einer Pilgerfahrt, da denkt man natürlich auch nach, wenn man gerade so am Rad sitzt, über einige Dinge. Und was mir halt oft aufgefallen ist und oft in den Sinn kam, das ist halt das Thema Umwelt. Ausgetrocknete Flüsse zum Beispiel, ich kannte das aus Andalusien, aber das ist halt in der Desierto de Tabernas, Tabernas Wüste, dass das auch hier schon ein Problem ist. Also in nördlicheren Gefilden, das ist natürlich etwas, was mich sehr bewegt hat. Hello my friends, I have finally reached my final destination, as you can see here on stone number 147. This is the border between Germany and the Republic of Austria. Überhaupt auch zum Beispiel, wenn so Plastikflaschen und solche Sachen am Straßenrand liegen und so, das sind einfach Sachen, da wo man dann drüber nachdenkt und auch wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Auch wenn man im Meer schwimmt, man will ja natürlich ein sauberes Wasser haben und nicht da lauter Plastik drin haben. Man sich öfter Gedanken macht über den Umweltschutz, über die Umwelt, weil das ist unser Heimatplanet und wir wollen natürlich das Beste für ihn und das Beste für unsere Kinder, dass die einen sauberen Planeten haben, wo sie leben können. Und deswegen sollte man da schon ein bisschen Rücksicht nehmen.
Fußpilger bist du ja ein armer Schlucker, also arm unterwegs. Das ist ja auch der Sinn, sich auf die Basics zu fokussieren, sich zu erden. Und da, ja, und da fallen dir halt solche Sachen dann wahrscheinlich eher auf wie in der Luxusgesellschaft. Also Leute, ich will nicht so lang um den heißen Brei reden. Ich bin jetzt hier angekommen in Genua am Meer. Also hammergeil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so schnell schaffe. Also in 6 Tagen von Deutschland mit dem Rad hierher über den San Bernardino, über 2000 Meter hoch mit dem Rad, war schon teilweise sehr anstrengend. Was ich sagen muss, als Pilger, da hat man schon einen riesen Vorteil. Also man kann das Touristische, also das hier, das Meer mit dem Sportlichen verbinden und mit dem Sightseeing. Und ich möchte das ehrlich gesagt nicht wissen, das ist Hammer. Und ich bin auch noch nicht am Ziel. Also ich möchte weiterfahren bis Rom, jetzt immer an der Küste entlang. Und will mir auch diese Pilgerurkunde für Rom dann holen. Aber ich glaube, ich habe noch 600 Kilometer vor mir, aber also wenn ich das hier so sehe und dieses Leben hier in Italien, dieses deutsche Wieder, das ist einfach so geil und da freue ich mich schon richtig drauf. Petersplatz live. Und wenn ihr die Chance habt, nach Rom zu gehen, macht es und schaut euch die Stadt an. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist es einfach eine Hammerstadt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass ich sowas auch wieder mache. Und das ist auch was ich halt jedem nur empfehlen kann. Und also ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß in der Heimat, genießt die Zeit. Und wie ihr seht, ich genieße auch und mir geht es sehr gut hier. Schaut euch das an. Das ist der Hammer. Ich werde jetzt gleich mal ins Wasser gehen.